Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu diesem Video. Wie ihr seht, heute mal ein ganz anderes Format, weil der Dirk sitzt direkt bei mir auf der Couch. Hallo. Grüß dich, Charlie. Wir haben noch einen Gast dabei, nämlich Dirks Hund ist heute auch mit dabei, der Yoshi. Hallo, Yoshi. Und ja, ihr Lieben, Dirk und ich, wir haben uns vor ein paar Tagen in Oberösterreich getroffen. Gemeinsam auch noch mit Dirks Frau Beate, und wir haben dann auch eine kleine Reise durch Wien gemacht, sind jetzt hier in Ungarn bei mir. Aber es hat auch einen Grund, warum wir uns in Oberösterreich getroffen haben. Und ich würde sagen, Dirk, magst du mal erzählen, was wir vorhaben? Ja, also es wird eine Premiere auf jeden Fall, denn Shari und ich führen unser erstes gemeinsames Seminar durch in der Nähe von Linz am 14. und 15. Oktober. Und ja, ich denke mal, das wird bestimmt ganz spannend, weil es geht auch um die bis unsere Sinne, um unsere Sinne zu erweitern entsprechend. Und es wird auf jeden Fall geführte Meditationen geben von uns beiden. Und wir haben viel Übungen natürlich auch, dass wir alle lernen, mehr mit den Fähigkeiten, die wir zur Verfügung haben, entsprechend die auch dann auszubauen. Ganz genau, also unsere höheren Sinne zu entwickeln. Und Dirk und ich haben ja über all die Jahre auch einfach auch natürlich von der Föderation teilweise, aber auch durchaus aus anderen Quellen tolle Werkzeuge bekommen, mit denen man die medialen Sinne einfach erweitern und entdecken kann, wie man mit ihnen arbeitet. Und wir haben uns entschieden, wir packen mal unser Know-how zusammen in eine Kiste. Schütteln mal kräftig durch und basteln ein Seminar draus, halt einen Wochenend-Workshop. Die Anmeldungen übernimmt deine Frau. Richtig, genau. Das blenden wir dann auch noch ein, Genau, da die blenden wir die E-Mail-Adresse. E-Mail-Adresse von Beate ein. Da könnt ihr euch auch schon anmelden. Und wir schicken dann auch noch extra in einem Newsletter und über unseren Telegram-Kanal alle Informationen raus. Vielleicht gibt es auch noch ein Ankündigungsvideo, ein kurzes, wo wir dann genau die Infos machen. Ich glaube, du hast vor, eins auch zu machen. Ja. Genau, schicken wir alles raus. Das heißt, diejenigen, die jetzt noch nicht in einem unserer Newsletter oder im Telegram-Kanal sind, wenn ihr die Infos haben wollt, meldet euch dort einfach an. Ihr findet ja unten in der Infobox auch den Link zum Telegram-Kanal. Je nachdem, ob ihr das Video jetzt auf Dirks Kanal seht oder auf meinem, seht ihr dann, könnt ihr euch bei einem von uns beiden auch anmelden. Genau. Wunderbar. So, und wir haben uns überlegt, über was wir heute plaudern, wenn wir hier so auf meiner Couch sitzen. Und haben uns mal die Fragen angeschaut, die ihr uns immer wieder so zuschickt. Und das sind uns natürlich ein paar Dinge ins Auge gefallen, die immer wieder gestellt werden. Und eine Frage, die auch häufig gestellt wird, ist zum Thema Dunkelseite, dunkle außerirdische Rassen. Wie arbeitet die Dunkelseite? Wie stark ist sie? Und wir haben entschieden, es ist zwar ein heikles Thema, aber wir haben entschieden, wir werden heute einmal ein bisschen über die dunkle Seite reden. Passend habe ich mich jetzt ganz in weiß gekleidet. Ja, möchtest du anfangen, Dirk? Ja, also ich bin ja das allererste Mal überhaupt mit der dunklen Seite konfrontiert worden, als ich am Anfang war mit meiner spirituellen Arbeit. Da war ich, habe ich noch zu Hause gewohnt damals und plötzlich fuhr es regelrecht bei einer Meditation in mich ein. Und ich habe plötzlich so eine Aggression gespürt in mir, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Eine Zerstörungswut, eine, ja, wo ich sogar auch in der Lage gewesen wäre, meine Eltern umzubringen. Also ich habe mich dann sofort in meinem Zimmer eingeschlossen, um zu verhindern, dass sowas passiert. Und das hat mich also wirklich sehr viel Nerven gekostet, sehr viel Schweiß. Und ich habe es dann durch Übungen tatsächlich geschafft, dieses Wesen wieder aus mir herauszubringen. Allerdings war ich danach natürlich fix und alle. Und die erste Frage, die ich natürlich an meine Engel gestellt hatte, war, habt ihr da zugelassen? Warum musste das passieren? Und da haben sie mir damals gesagt, damit ich weiß, dass es auch eine andere Seite gibt und worauf ich zu achten habe. Und man muss natürlich ganz klar dazu sagen, je mehr Lichtarbeit ein Mensch macht, umso eher ist er natürlich auch gewissen Angriffen ausgesetzt. Und
man muss auch sagen, sie sind mittlerweile sehr raffiniert. Sie wissen, wo unsere Schwachstellen sind. Sie wissen, wo unsere Punkte sind, weil selbst wenn sie bei mir keine Möglichkeiten haben, versuchen sie es bei meiner Frau oder bei den Tieren oder also sie gucken entsprechend schon, wo sie eventuell denjenigen packen können, kann man sagen, um ihn dann entsprechend natürlich auf ihre Seite zu ziehen. Und deswegen denke ich mal, ist das heutige Video auch mit ein sehr wichtiger Ansatz, dass wir im Alltag erkennen können, weil das ist auch eigentlich unsere Erfahrung, auf was muss ich denn achten? Auf was sind bestimmte Signale? Weil es gibt trotzdem, obwohl sie sehr raffiniert vorgehen, gibt es aber bestimmte Signale, die sie einfach zu erkennen geben. Und das können sie gar nicht anders. Und das wollen wir heute mit euch besprechen und diese Tipps euch geben und vor allem, was kann ich dann tun, um mich sozusagen von dieser Gegenkraft zu lösen. Und da würde ich dann auch mal sagen, Shari, was sind so deine Erfahrungen? Was Bei mir war es sehr kannst du denn? ähnlich wie bei dir. Aha. Also ich habe auch diese Konfrontation gehabt, relativ in der Anfangszeit, wo ich dann auch nach außen gegangen bin mit meiner Arbeit. Damals hatte ich noch keinen YouTube-Kanal. Ich habe aber schon einen ganz, ganz großen Verteiler gehabt mit meinen schriftlichen Botschaften. Und ich habe tatsächlich damals ein Seminar gegeben, das war in München, in einem Hotel von einem Golfclub. Und da ist dann tatsächlich während, das war eigentlich kein Sport, in dem Sinn kein spirituelles Seminar, damals war ein Hypnose-Seminar, das ich gegeben habe. Ich habe aber trotzdem immer zur Einstimmung eine Meditation abgehalten. Und während der Meditation, bei mir war es nicht Wut, die kam, sondern es war eine tiefe, tiefe Angst plötzlich, die ich verspürt habe, während ich diese Meditation geleitet habe. Und das Interessante war, dass es alle Teilnehmer auch gespürt haben. Und wir die Meditation abbrechen mussten. Ich habe später erfahren, dass vor dem Seminar genau in diesem Raum ein ziemliches Ehedrama stattgefunden hatte. Und wir hatten den Raum nicht energetisch gereinigt, weil wir zu spät dran waren. Sonst habe ich immer die Räume vorab gereinigt. Und da hatte mein Zug Verspätung und das war alles relativ hektisch. Und ich habe einfach schnell mit dem Seminar begonnen. Und dann war eben kurz davor noch dieses Ehedrama, was sich dort abgespielt hat, was wir später erfahren haben. Ich habe dieses Seminar gemeinsam mit einer Schamanin veranstaltet, die dann ganz schnell, wie gesagt, wir machen Pause. Ich habe mich dann um die Teilnehmer gekümmert, sie hat den Raum gereinigt. Aber ich bin dann die ganze Nacht dieser Energie nicht losgeworden. Und ich dachte tatsächlich in jener Nacht, ich muss sterben. Ich bin in einem Nullraum gefangen. Und ich dachte sogar, wenn ich jetzt sterbe, dann komme ich nicht ins Licht, sondern ich bin verloren. Meine Seele wird in diesen Nullraum hineingezogen. Und es war eine unglaubliche Angst, die ich da wirklich verspürt habe, bis ich dann auch diese Schamanin, die dort eben war, irgendwann um Hilfe gebeten habe, weil ich da allein gar nicht mehr rauskam. Ich habe das dann gemacht. Selbe Geschichte wie bei dir. Ich habe dann gefragt, die geistige Welt, warum habt ihr das zugelassen? Und bekam dann zur Antwort, du musstest sehen, dass es das gibt, weil du hast es bis jetzt nicht ernst genommen. Und ich war tatsächlich zu diesem Zeitpunkt jemand, der gesagt hat, okay, das Dunkle existiert nur in uns, das gibt es gar nicht. Also dieses potenziell Böse da draußen gibt es nicht, das existiert alles in uns. Und wenn ich dem keine Aufmerksamkeit schenke, dann kann es mir nichts anhaben. Das war bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich meine Einstellung. Und da wurde mir dann von der geistigen Welt oder auch von der Föderation damals mitgeteilt, dass ich, wenn ich an der Öffentlichkeit arbeite, mit dieser Einstellung leider auch Gefahr laufe, früher oder später besetzt zu werden, falsche Nachrichten weiterzugeben und so weiter. Das war meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Und ich habe dann auch gelernt, sehr achtsam zu sein. Und habe dann auch gemerkt, dunkle Wesenheiten eben auch gerne in den Botschaften hineinschleichen. Also wenn man Botschaften von der geistigen Welt oder von der Föderation empfängt, dass die da manchmal gerne mitmischen und die Botschaften verzerren. Ich habe auch gelernt zu erkennen, auch wenn ich mir Botschaften von anderen Medien angehört habe, wo wurde verzerrt, wo nicht. Ich wurde da auch ziemlich gut geschult dann von Anna-Fia in die Richtung, um das unterscheiden zu lernen. Auch bei mir unterscheiden zu lernen. Und ich muss dazu sagen, die können so geschickt vorgehen, dass ich auch
tatsächlich ganz ehrlich nicht schwören konnte, dass ich zu 100% immer sicher bin, ob sie nicht mal doch wieder mitgemischt haben. Also ich habe großen Respekt davor heute. Dir geht da. Aber ja, das sind so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe und ich auch machen musste. Also das komplette Ignorieren funktioniert nicht, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, einmal zu sagen, sich davor fürchten ist auch nicht gut. Richtig, genau so ist es. Weil Angst ist immer das Erste, was natürlich dann hochkommt. Und damit mache ich sie stärker, grundsätzlich. Und deswegen, und das Gegenteil von Angst ist ja Vertrauen. Das heißt, hier ist es schon ganz gut, wenn ich in dem Falle das Gefühl habe, da ist jetzt eine fremde Wesenheit, die mir Angst macht, dass ich den Engel des Vertrauens um Unterstützung bitte. Den gibt es wirklich, also diesen Engel. Und der mir dann einfach diese Angst sozusagen, ich will nicht sagen komplett vielleicht nimmt, aber sie enorm abschwächt, sodass dieses Wesen nicht die Möglichkeit hat, entsprechend noch mehr Energie zu bekommen oder noch kraftvoller mir gegenüber aufzutreten. Ja? Grundsätzlich muss man eins dazu wissen, wenn eine Wesenheit, eine fremde Wesenheit mich manipulieren will, in welcher Form auch immer, ist es immer sehr wichtig, auf seine Erdung zu achten, weil das ist immer das Erste, was sie wegnehmen. Also sie versuchen, mir erstmal die Erdung wegzunehmen. Ich muss mir einfach vorstellen, bin jetzt ein Ballon und dieser Ballon hat eine Schnur, die am Boden unten befestigt ist. Wenn ich den Ballon jetzt hin und her werfe, kommt er trotzdem immer wieder zurück. Das heißt, er bleibt ja, weil er die Erdung hat, entsprechend immer in der gleichen Position. Wenn ich jetzt den durchschneide und dieser Ballon praktisch in der Luft weht, dann kann ich ihn werfen, wohin ich will oder hinstupsen, wo ich möchte. Ich bestimme jetzt, in welche Richtung ich ihn haben will. Und das ist die Symbolik dafür. Das heißt also, wenn ich den Menschen die Erdung wegnehme, ist er sozusagen haltlos und dadurch kann ich ihn viel leichter manipulieren. Und das ist eben entsprechend schon mal das allererste, worauf ich achten kann, wenn ich das Gefühl habe, gewisse Dinge im Umfeld werden mich mehr belasten oder belasten mich mehr vielleicht als sonst. Da gibt es auch eine ganz tolle Erdungsübung, die wir dann noch angeben können oder die natürlich auch im Seminar, wenn wir die auch entsprechend mit durchführen, wo ihr oder auch zum Beispiel der Erde, also Bäume umarmen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt nicht die Erdung, dass ich Bäume umarme oder vielleicht Gartenarbeit, wenn ich Garten zur Verfügung habe. Das ist natürlich die Voraussetzung dafür. Oder was auch hilft, Trommeln. Also wenn ich zum Beispiel indianische Musik habe, ja, wo so Trommeln drin vorkommen, weil Trommeln hat immer was mit Erdung zu tun. Ja, Das auch, was diese Schamanin damals bei mir gemacht hatte. Also es war sicher so, dass mir damals komplett die Erdung entzogen wurde auch. Und sie hat dann wirklich, ich bin dann gelegen bei ihr und sie hat ihre Trommel ausgepackt und hat wirklich ganz nah an meinem Körper daran erstmal wirklich getrommelt. Und ich habe auch richtig gespürt, wie ich anfange, mich wieder zu fühlen. War, vor allem zur damaligen Zeit war die Erdung ein großer Schwachpunkt von mir. Und natürlich an Schwachpunkten setzen Sie gerne an. richtig, genau, ja. Ja, also das sind solche typischen Signale, die ich erkennen kann. Dann haben wir es ja oft auch natürlich mit Botschaften zu tun, also Channeling-Botschaften zum Genau, das Beispiel. ist sehr stark verbreitet. Und da kann ich aus meiner Erfahrung zumindest sagen, wenn diese Wesenheiten, wer es auch immer, sich vorgibt zu sein, euch vorgibt, irgendwas zu tun, zu machen, zu handeln, könnt ihr davon ausgehen, dass es nicht eine lichtvolle Energie ist, weil es immer darum geht, dem anderen Befehle zu erteilen. Ja, du gehst jetzt dahin oder du machst das jetzt oder du hast einen tollen Spruch gebracht neulich, wo wir auch drüber gesprochen haben. Wie hast du gesagt, nicht so sei es? Nee, wie heißt dieser Spruch? Wo du ganz klar gesagt hast, wie die Gegenseite das dann bewertet oder beziehungsweise erklärt mit diesem tollen Spruch, wo du gesagt hast, Mir jetzt selbst nicht mehr. nicht der Wille geschehe, nicht der Wille geschehe. Fällt mir gerade selbst nicht ein, was ich da gesagt habe. Ja, manchmal ist jeder quasselt einfach aus mir raus. Ich fand es so klasse, wie du das erklärt hattest. Weil wenn sie sozusagen, ich will noch nicht sagen, ertappt sind,
Aber wenn sie zumindest schon in die Richtung geht, ertappt zu werden, dann erklären sie das durch einen bestimmten Spruch. Ach, du meinst, meinst du, der Zweck heiligt die Der Mittel? Zweck Der heiligt Zweck, die Mittel. genau, es Das ist, ist der es, Zweck genau. heiligt die Mittel ist tatsächlich, ja, das Ja, ist genau. alles, wo es in die Richtung geht, der Zweck heiligt die Mittel. Daran erkennt man tatsächlich die dunkle Seite. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, okay, ihr müsst jetzt das und das tun, es wird zwar Opfer geben dabei, ja, aber der Zweck heiligt die Mittel, ob Sie es jetzt wortwörtlich so sagen, aber wenn die Botschaft dahinter immer ist, der Zweck heiligt die Mittel, also ihr werdet aufgefordert, etwas zu tun, wo aber eine andere Gruppe von Menschen, aber eine vielleicht vermeintlich nicht lichtvolle Gruppe, die muss dann halt geopfert werden oder die wird dann halt so und so für ihre Strafen büßen, aber der Zweck heiligt die Mittel. Daran erkennt man die Dunkelseite immer, immer sehr, sehr gut. Denn tatsächlich die Lichtseite möchte nicht, dass die Dunklen leiden. Die Dunklen sollen ihre Erfahrungen so lange fortsetzen, solange sie wollen. Weil auch die Erfahrung, dunkel zu sein, ist eine Erfahrung, die eine Seele von sich aus wählt. Denn wir haben alle das Potenzial von Licht und Schatten in uns. Und wir können frei wählen, welches Potenzial wir erleben und erfahren möchten. Die Dunkelseite bietet tatsächlich eine, wenn man es so nimmt, eine größere Freiheit, weil wir haben ja alle einen Platz, der ist für uns vorgesehen. Wir haben ja einen Plan in der göttlichen Ordnung, da ist ein Platz, der ist für uns vorgesehen. Dort fühlen wir uns wohl, dort werden wir uns entfalten und glücklich sein, aber in einem dunklen Bewusstsein. Da ist es so, dass es uns vielleicht nicht bewusst ist und wir möchten einen anderen Platz einnehmen. Um diesen anderen Platz einnehmen zu können, müssen wir jemanden von seinem Platz stoßen. Das macht die Dunkelseite im Großen und Ganzen aus. Die Dunkelseite ist ein großer Vertreter des freien Willens, könnte man sagen. Denn sie sagt, ich will dahin, wo ich will und nicht da, wo Gott mich haben möchte. Sprich, die dunkle Seite behauptet auch gerne, dass die Lichtseite die dunklen sind. Das ist auch sehr spannend, weil der Gott, an den wir glauben, der nimmt uns unseren freien Willen. Das ist ein dunkler Gott. Und sie dienen eigentlich dem lichtvollen Gott. Und es ist so, wenn man die dunkle Seite wirklich zurückverfolgt, die sitzen nicht da und sagen, ich bin böse, sondern die sind davon überzeugt, sie sind die Guten. Und wir sind die Bösen. Und wir müssen vertrieben werden, damit endlich alles gut wird. Der Zweck heiligt die Mittel. Daran erkennt man die dunkle Seite, während die Lichtvollen sagen, wir wollen alle zurück in die göttliche Quelle, wir wollen zurück in die Einheit und wir wollen unantastbar werden für die dunkle Seite, was durchaus dann möglich ist. Ab einer gewissen Schwingungsfrequenz sind wir nicht antastbar für die dunkle Seite, weil die in einer anderen Frequenz einfach existieren. Das heißt, wir können aus dem Spiel von Gut und Böse jederzeit aussteigen. Hier auf der Erde, jetzt als Mensch, haben wir beide Seiten. Wir leben beiden Seiten. Hand aufs Herz. Ich weiß einige Dinge, die ich als Mensch getan habe, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, das war jetzt nicht so lichtvoll. Wo auch mal meine dunkle Seite rauskam. Und wir lernen ja hier uns bewusst zu entscheiden. Ja, ein weiterer, was auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn ihr zum Beispiel Botschaften, egal ob von der Föderation, von der geistigen Welt, Engelbotschaften und so weiter, lest, fragt euch immer, erstens einmal, wenn das sehr kompliziert ist, wenn das hochkomplex, fast schon wissenschaftlich erklärt wird, fragt euch, ob ihr es wirklich versteht. Die dunkle Seite arbeitet gern mit so hochwissenschaftlichen Begriffen. Und verdreht, und das klingt dann wahnsinnig, puh, ja, das klingt wahnsinnig, ich soll mal sagen, ja, hochintelligent, oder? Man denkt sich oft, okay, ich bin noch nicht so weit, das zu verstehen, aber da muss doch was dran sein, weil das klingt so wichtig. Nein, die Lichtseite erklärt alles so, damit wir es verstehen. Es geht nicht darum, etwas zu erklären, wo du dann da sitzt und sagst, aha, okay, das wurde jetzt hochwissenschaftlich erklärt, deswegen muss es stimmen. Nein, sie erklären es in Worten, die wir verstehen, und du fühlst dich nachher ermächtigt. Es geht nicht darum, dass du danach das Gefühl hast, oh, ich bin klein und machtlos, aber da kommt jemand, der wird mich und die Menschheit retten, sondern du sagst, oh wow, ich trage alle Werkzeuge in mir. Ich bin ein machtvolles Wesen. Daran erkennt man auch immer Botschaften von der Lichtseite. Sie ermächtigen uns. So, jetzt habe ich wieder viel geredet. Dann Nein, bist wieder alles du. gut. Nein, das ist schon richtig.
Grundsätzlich muss man wirklich wissen, die Natur und auch die Naturgesetze sind einfach aufgebaut. Und woran man auf jeden Fall immer die dunkle Seite erkennen kann, sie kann mir Licht vorgaukeln, sie kann mir tolle Szenen vorgaukeln. Was sie nicht vorgaukeln kann, weil es gar nicht möglich ist, ist das Gefühl. Also ich kann, wenn ich wirklich in mich hineinfühle und keine Wärme, keine Freude, Liebe, Harmonie wahrnehme, dann kann ich davon ausgehen, dass das nicht echt ist, was ich da vorne dran sehe. Achtung, Euphorie können Sie gut. Euphorie ist aber in dem Sinne nicht das Empfinden, also Genau. das reine Empfinden, sondern das ist einfach nur ein Zustand. Ja. Den kann ich natürlich bekommen, das Den ist können Sie richtig. sehr Das gut. ist richtig. Was ich halt auch feststellen kann, ist, wenn ich mir unsicher bin, ist es jetzt ein lichtvolles Wesen, was da zu mir spricht? Oder sehe ich da tatsächlich etwas? Kann ich sagen, und das, diesen Spruch, der funktioniert einwandfrei, könnt ihr immer sagen, zeig mir dein Licht im Namen Gottes. Damit ist jedes Wesen aufgefordert, sich zu erkennen zu geben. So heißt es, glaube ich, zu erkennen zu geben, ja. Und auch wenn ihr in dem Falle jetzt nicht hellsichtig seid und die Dinge nicht seht, aber ihr werdet in dem Moment auf jeden Fall ein anderes Gefühl bekommen dazu. Und warum können diese Wesenheiten oder manipulierenden Wesen mir das nicht vorgaukeln, die Liebe oder die Harmonie? Das ist einfach auch wieder auf ein Gesetz aufgebaut. Und zwar ist es einfach so, alles ist Schwingung. Und wenn ich in die Manipulation gehe, muss ich, es geht gar keinen anderen Weg dran vorbei, automatisch eine Frequenz runterfahren. Es geht nicht. Also ich kann nicht in einer höheren Frequenz eine manipulative Energie ausrichten. Das klappt nicht. Das geht von der Gesetzmäßigkeit her nicht. Also kann ich nur einfach so sagen, wenn ich manipulieren will, dann muss ich automatisch in eine niedere Frequenz runtergehen. Und das ist etwas, was ich entsprechend, wenn ich mich darauf einstelle und einlasse, fühle. Ich spüre dann, dass diese Energie da unten ist und nicht von oben kommt. Ja? Wenn ich das eben nicht habe oder noch nicht kann, dann kann ich eben entsprechend zum Beispiel diesen Satz nehmen, zeig mir dein Licht im Namen Gottes. Und damit funktioniert es auf jeden Fall, weil ich dann wirklich spüre. Entweder in den meisten Fällen habe ich es erlebt, dass diese Wesen sich automatisch zurückziehen, sofort. Also das ist meine Erfahrung. Und wie gesagt, wenn ich es nicht sehe, dann kann ich es aber zumindest fühlen. Sehr gut. Ja. Was ich auch, was auch noch so ein wichtiges Thema aber ist, geht dann in eine ganz andere Richtung. Man muss auch aufpassen, dass man nicht fälschlicherweise überall die Dunkelseite vermutet und dann mit den eigenen Schatten konfrontiert ist. Diejenigen zum Beispiel, wir haben ja, ich weiß, einige Zuseher, die sich mit dem Astralreisen beschäftigen und gerade jetzt, ich nehme mal gern Robert Monroe als Beispiel, hat das ja auch gut beschrieben, wie er in der Anfangsphase aus dem Körper aussteigt und dann erst einmal gruselige Dinge erlebt, aber dann draufkommt, das sind seine eigenen Ängste. Und das habe ich auch schon erlebt, dass ich dann gemerkt habe, das hat gar nichts mit der Dunkelseite zu tun. Ich hatte mal ein Erlebnis praktisch auf Astralreise, da wurde ich praktisch so etwas in einen dunklen, leeren Raum geschubst und dann war ich in der absoluten Schwärze und das hat mir natürlich erstmal Angst gemacht. Bin ich schnell zurück in meinen Körper und als es dann das zweite Mal passiert ist, habe ich mir gedacht, okay, warte, das ist vielleicht meine eigene Angst vor diesem leeren Raum, der vielleicht auch noch von diesem Erlebnis herrührte, das ich damals hatte und habe dann probiert, mir in diesem leeren Raum meinen Spaß zu machen. Wir waren jetzt in Wien auch im Prater, da habe ich dir von meinem Lieblingsfahrgeschäft erzählt und da bist du auch erstmal in so einer absoluten Dunkelheit, bevor dann diese Laserstuhl losgeht. Und dann habe ich wirklich dann gedacht, warte mal, ich kenne das doch eben vom Prater, dass ich mich da im Dunkeln total wohlfühle und meinen Spaß habe. Und dann habe ich begonnen zu springen und habe geschaut, wie hoch kann ich springen in der Dunkelheit. Und als ich begann, meinen Spaß zu haben, habe ich tatsächlich dann die Stimme von meinem Geistführer gehört, der gesagt hat, Prüfung bestanden. Und ich wurde aus dem leeren Raum rausgenommen. Das heißt, manchmal, also wenn ihr das Gefühl habt, regelrecht
verfolgt zu werden von der Dunkelheit. Wir haben manchmal Anfragen ja auch in der Art. Ist es meistens tatsächlich so, dass es gar nicht so oft die Dunkelseite ist, die da verfolgt, sondern es ist, dass man die eigenen Ängsten davonläuft. Kann auch passieren. Ja, das ist richtig, weil es darum geht, je weiter ich mein Bewusstsein erweitere, umso mehr Eigenverantwortung komme ich natürlich auch. Und daher ist es ganz wichtig zu wissen, dass natürlich mehr und mehr, wenn ich diese, ich nenne es mal das Licht in mir erwachen lasse, umso mehr natürlich auch die Dunkelseite nach oben kommt, um diesen Ausgleich zu schaffen. Um entsprechend zu lernen, dass es, wie, ich nenne es jetzt mal wie ein Reinigungsprozess. Am besten Beispiel fand ich immer, nimmt den Vergleich, du hast eine Waschmaschine und um eine saubere Wäsche zu nehmen, musst du erstmal die dreckige Wäsche reinpacken, um dann wird ja richtig Dreck sozusagen Genau. aufgewühlt, um dann den reinigte Wäsche oder gereinigte Wäsche, saubere Wäsche dann rauszuholen. Und das finde ich ein ganz guter Vergleich. Und so ähnlich ist es bei uns eigentlich auch. Ja, also wir werden mehr und mehr mit unseren Urängsten, mit unseren alten Mustern und so weiter konfrontiert, je mehr ich mich natürlich für die andere Seite entscheide. Und das ist eben auch ein Reinigungsprozess, der damit mit einer Rolle spielt. Ne? Ja, und ich denke mal, viele werden sich natürlich auch interessieren für die außerirdischen dunklen Rassen, die Gegenspieler der Föderation, Ankara-Allianz. Es gibt viele Namen für sie. Es war jetzt einer von vielen. Also man muss auch mal sagen, so wie deine Jungs, die auf der physischen Ebene operieren, und meine Jungs und Mädels, die auf der Astralebene mehr operieren, gibt es das natürlich auch bei Außerirdischen. Es gibt Wesenheiten auch auf der Astralebene, die sich tatsächlich von negativen Emotionen regelrecht ernähren, die natürlich kein Interesse daran haben, dass Angst, Wut etc. von der Erde verschwinden. Es gibt andere physische Wesenheiten, die gerne die Erde für sich beanspruchen wollen würden. Aber die sind schon lang ausgeschaltet, meines Wissens nach. Also da ist, also so, auch so Sachen wie Entführungen und so gibt es ja seit wann nicht mehr? Also meine Erfahrung ist meistens um die 90er Jahre hat es 90er eigentlich Jahre. aufgehört. Also mein Erlebnis war noch Entsprechend in da. den 90er Jahren, wo sie es mal versucht haben. Also da war ich 14 Jahre alt, als sie es versucht haben. Und da hat die Föderation aber eingegriffen, haben. Ich habe es lange nicht verstanden, das hast du mir ja dann auch erklärt, ich das lange nicht verstanden habe, warum ich da dann eines Morgens aufgewacht bin und ich hatte über 40 Grad Fieber. Und ich wusste nur, irgendwas ist passiert in der Nacht, ich wusste nicht mehr was. Ich hatte dann immer so den Eindruck, dass die eben versucht haben, mich zu entführen. Ich hatte einige Zeit vorher, hatte ich tatsächlich auch welche gesehen, tatsächlich. Wach in 3D, hatte ich gesehen, wie ein Schiff landet, wie die dort aussteigen. Dachte auch, sie hatten mich nicht gesehen. Ich habe sie ganz versteckt beobachtet. Und dann passierte das in der Nacht bei mir zu Hause und ich bin dann am Morgen mit sehr hohem Fieber aufgewacht, das aber nach ungefähr 2 Stunden weg war und ich hatte wieder Normaltemperatur und war fit und gesund und wusste lange nicht, warum ich diese hohe Temperatur hatte. Du hast es mir erklärt, erklär es doch auch einfach mal, was damals passiert ist. Fand ich so spannend. Also es ist so, wenn ich, wie du gerade gesagt hast, mit dem Fieber, die versuchen natürlich, also solche Entführungen sind ja in allererster Linie, kann man eigentlich sagen, oder waren dazu da, um, wie bei uns die Wissenschaftler auch mit Tierversuchen, um rauszufinden, was ist beim Menschen oder wie können wir es erreichen, Emotionen zu bekommen, weil diese Wesenheiten zwar hochtechnologisiert waren, aber keinerlei Empathie hatten oder auch in irgendeiner Form Gefühle zu zeigen. Das ist eigentlich so der Hauptpunkt gewesen. Und wenn jetzt solche Entführungen stattgefunden haben, war es einfach so, dass sie natürlich unterschiedliche Art und Weisen angewendet haben, um herauszufinden, auch in der DNA entsprechend Proben entnommen haben. Das klingt tatsächlich so, das klingt ein bisschen komisch, aber es ist wirklich so. In der DNA, sie haben teilweise versucht, sogar zu gebären, also Kinder auf die Welt zu bringen von ihnen, um herauszufinden, ob es vielleicht damit zusammenhängt oder wie man es praktisch erreicht. Und das, was du erlebt hast, ist eigentlich von der Föderation
Weil es geht in erster Linie darum, einmal die Erinnerung natürlich auszuschalten. Das ist ähnlich wie bei den K.O.-Tropfen, kann man fast sagen. Du hast keinerlei Erinnerungen mehr. Du weißt vielleicht noch, keine Ahnung, wie du noch im Zimmer ins Bett gelegt bist oder dich dahingelegt hast und danach wieder irgendwann wieder aufgewacht bist. Aber ansonsten weißt du nichts mehr. Und hier ging es darum, zu verhindern, durch entsprechende Hitze und auch Antikörper im Körper aufzubauen, dass sie in irgendeiner Form dich sozusagen manipulieren können. Also deine Körpertemperatur wird ziemlich angehoben, weil unter fiebrigen Voraussetzungen ist es nicht möglich, dich zu manipulieren. Es funktioniert nicht. Da werden diese ganzen Inhaltsstoffe oder das, was sie nutzen, wird platt gemacht. Also deswegen diese enorme Hitze ist natürlich erstmal unangenehm, ist klar, weil wer wacht schon gern mit Fieber auf. Weil ich neige Aber gar nicht zu Fieber. Ich kann auch wirklich schwer krank sein und 37,5 ist dann schon gut. Und dann plötzlich aus dem Nichts aufwachen mit über 40 Fieber und es war sehr verwirrend dann. und dieses Fieber tötet praktisch schon alles in dem Sinne ab, was in irgendeiner Form in die Manipulationsenergien geht oder auch Stoffe. Selbst wenn Impfstoffe zum Beispiel und der Körper baut also Fieberkrämpfe etc. auf, dann werden diese Stoffe oft platt gemacht. Und das ist eigentlich der Grund, weil es, wie gesagt, der Körper wird dazu animiert, Abwehrstoffe aufzubauen oder Abwehrstoffe entwickeln. Und hier hat die Föderation eben die Unterstützung gegeben, deinem Körper die Abwehr zu geben, um sich dagegen zu wehren, dass in irgendeiner Form eine Manipulation stattfinden kann. Wunderbar. Ja. Ja, also ich weiß ja auch, dass eben so von den außerirdischen Rassen bekannt sind ja die großen Grauen. Kleinen Grauen. Es gibt ja auch einige Rassen, die weder gut noch böse sind, die halt hier einfach auch noch zu Forschungszwecken herumgegondelt sind. Momentan ist relativ wenig los auf dieser Ebene, weil die Erde sich bereits ja in einem Zustand befindet, in einem Übergangszustand befindet und sehr viele Rassen auch wirklich die Erde verlassen mussten. Einige, die mit der Geschichte der Erde sehr verwurzelt, verbandelt sind, die durften natürlich aufgrund dieser Gesetze, der kosmischen Gesetze auch noch hier bleiben. Weil es gibt natürlich auch einige Rassen, die unterirdisch dann lebten und, und auch dadurch praktisch schon als Erdenbewohner gelten. Auch wenn wir nichts von ihnen wissen, haben sie es geschafft, praktisch den Status Erdenbewohner zu erreichen. Das ist auch eine Info, die ich habe. Und deswegen müssen sie in dieser Übergangsphase den Planeten nicht verlassen. Aber was mir auch noch ganz wichtig ist, auch zum Thema Reptiloide, ist ganz wichtig, es ist nicht so, dass es eine böse Rasse gibt. Es gibt nicht, der Mensch ist nicht böse, genauso wenig wie die Reptiloide-Rasse böse ist. Es gibt genauso dort auch lichtvolle. Jedes Wesen, jede Schöpfung hat das Potenzial, lichtvoll und dunkel zu sein, trägt es in sich. Sie haben andere Voraussetzungen. Also es kann zum Beispiel sein, wie nehmen wir eben die Reptiloide-Rasse, die ein sehr großes mentales Potenzial hat. Die haben halt eine andere Gehirne, ein anderes mentales Potenzial, können sich mental stärker entfalten als der Mensch. Gleichzeitig haben sie aber einen weniger potenziell ausbaufähigen Emotionalkörper, so könnte man sagen. Emotionen sind das, was wir Menschen haben. Da Emotionen sind jetzt nicht Gefühle der Seele, das ist dieses, das hat auch viel mit unserem Hormonsystem zum Beispiel zu tun. Ja? Also unsere Seele hat ja kein Hormonsystem, aber auch unsere Hormone erzeugen ja beim Menschen Emotionen. Manche Rassen erfahren dadurch Emotionen einfach nicht. Sie können schon fühlen, sie können, wenn sie wirklich erwacht sind, auf die Gefühle ihrer Seele zugreifen. Da ist Fühlen dann vielleicht so etwas wie für uns der sechste Sinn. Ja? Wow, oh, der kann fühlen. Aber das heißt trotzdem nicht, dass sie böse sind. Ja, also es ist auch natürlich möglich, gute Gedanken zu denken und auch hier etwas Lichtvolles zu entwickeln. Wir haben einfach, die Rassen haben unterschiedliches Potenzial.
Und du weißt ja selbst auch von deinen Schiffen, dass es da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Rassen von Insektoiden, Reptiloiden, die jetzt nicht unbedingt böse sind. Richtig, genau. Also man muss natürlich immer eins dazu sagen, nur weil jemand sagt, ich bin von der Föderation oder ich gehöre der Föderation an, heißt es nicht, dass die Absicht immer nur im lichtvollen Bereich sein muss, sondern auch da gibt es leider Gottes, wie in jeder großen Organisation, oder ist sie mal sehr, sehr groß, gibt es natürlich auch Wesenheiten, die entsprechend natürlich auch manipulativ arbeiten wollen. Aber sie wissen, das ist bekannt, dass, ich nenne es jetzt einfach mal so, der eigentliche Zug abgefahren ist. Also was die ganze Versklaverei oder diese Menschen entsprechend nur noch als Roboter zu nutzen oder so, das, was eigentlich immer geplant war, das kann nicht mehr funktionieren. Das wissen die auch. Was ich auf jeden Fall, das habe ich gerade vorhin noch durch meine Mädels und Jungs nochmal als Hinweis bekommen, weil ich immer wieder, heute immer noch, auch teilweise, es gibt wohl auf verschiedenen Kanälen immer noch die Aussage, dass angeblich Ashtar-Sheran gesagt hätte, dass jetzt die Evakuierung wohl losgehen würde. Okay. Grundsätzlich muss ich sagen, also erstmal stammt es nicht von dem Ashtar, den ich kenne, schon Noch mal von Punkt dem, den ich 1. kenne, auch nicht. Zum anderen, der Evakuierungsplan ist existent, ja. Aber er ist immer eine Notlösung gewesen, wenn die Menschheit nicht in der Lage gewesen wäre, sich zu verändern. Also wenn wirklich alles nur in den Tendenz eben entsprechend gegangen wäre, wo man sagt, da ist nichts mehr zu retten, dann hätte man den Evakuierungsplan eingesetzt. Aber, und das muss ich eben in aller Deutlichkeit sagen, ist es so, dass die Menschheit, und wir haben ja ständig, kriegen wir ja Informationen auch, weil wir verschiedene Stationen auf der Erde haben. Wir haben viele außerirdische Kollegen und Kolleginnen hier, die hier arbeiten. Und wir können mit absoluter Sicherheit sagen, dass die Menschen bereit sind, sich zu verändern. Deswegen ist der Evakuierungsplan in weite, weite Ferne gerückt. Und alles andere, was hier behauptet wird, kann man von ausgehen, dass das auf jeden Fall eine Fehlinformation ist, die wiederum, und da sind wir wieder bei unserem Thema, nichts anderes im Sinne haben, als Angst zu schüren, um den Menschen wieder in die Manipulation zurückzuführen. Das ist ganz, ganz deutlich zu erkennen, weil es geht immer darum, Angst ist immer so das erste Mittel, irgendwelche Behauptungen aufzustellen, die letztendlich überhaupt nicht den Tatsachen entsprechen, sondern die wirklich immer nur darauf gezielt sind, den Menschen sozusagen in ihren Bann zu ziehen. Und es Ja. ist auch, dass es gibt ja auch eine Gruppe, die hat jetzt keine Angst vor der Evakuierung, sondern die wünscht sie sich und sehen sie sich herbei. Und da passiert auch etwas, was ganz spannend ist. Es wird eine, da haben wir die Euphorie. Es wird so eine Euphorie erzeugt, eine Vorfreude, die natürlich enttäuscht wird, wenn es soweit ist. Und warum macht das die Dunkelseite? Deswegen sag ich auch schon seit Jahren immer wieder zu meinen Lesern oder jetzt auch zu meinen Zuschauern, bitte seid acht wachsam, wenn etwas angekündigt wird, vor allem mit Datum, ja, oder wenn so Nachrichten wie jetzt ist es soweit und endlich geht es los und so, das sollte immer sofort 1000 Warn Zeichen in euch ausrufen, ja, so Achtung, Achtung, denn es erzeugt Freude, Vorfreude, eine falsche Euphorie und dann eine große Enttäuschung und dann eine Wut, weil die Menschen, die jetzt vielleicht neu dabei sind, neu erwacht sind, die auf das noch hereinfallen, weil in Wahrheit passiert das schon seit 20 Jahren immer wieder, dass etwas angekündigt wird und dann passiert es nicht. Die Leute, die auf das hereinfallen, da hat man eine große Chance, dass die von ihrem spirituellen Erwachen wieder ab gehen, weil sie sagen, es ist alles ein Blödsinn. Da draußen sind ja nur Scharlatane, das sind nur Möchtegern-Medien, die haben ja keine Ahnung. Und da haben wir ja teilweise auch ein bisschen das Problem. Wenn du keine konkreten Aussagen triffst, dann bist du für manche Leute ein Scharlatan. Wenn du konkrete Aussagen triffst, dann bist du ernstzunehmend, aber wenn es dann nicht eintrifft, dann bist du wieder nicht ernstzunehmend. Das heißt, wir sitzen ja auch in unserem Beruf manchmal in so einer echt blöden Position. Man erwartet von uns manchmal so ein bisschen so, sag doch mal was Konkretes, was wird denn jetzt passieren, wenn man es nicht tut? Ist man, ja, warum, die sagen ja nie was Konkretes, also, und wenn man es dann tut und es tritt nicht ein, dann ist
die große Enttäuschung und auch die Wut da. Ich weiß noch mal, es gab mal, das ist schon viele, viele Jahre her, ich weiß nicht mehr, wie dieses Medium hieß, die war sehr bekannt. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht bloß ein Gutschalt war oder ein anderes Medium, ein tolles Medium auf jeden Fall, die immer sehr, sehr wahrhaftige Botschaften gechannelt hat und empfangen hat und die dann eine Ankündigung plötzlich mit Datum rausbrachte. Und sie sagt, sie selber gesagt hat, sowas hat sie noch nie gemacht und sie wollte sowas nie tun, aber das kam bei ihr so klar rein. Das musste sie jetzt verbreiten. Und das hat natürlich eine Riesenwelle damals ausgelöst, weil sie sehr bekannt war zu jenem Zeitpunkt. Und oh Gott, die hat nie was vorausgesagt. Und wenn die jetzt, dann muss es stimmen. Und es traf nicht ein. Und die hat dann wirklich böse E-Mails bekommen, bis zu Drohmails. Also da ist so eine Welle von Enttäuschung, von Wut, von Negativität losgegangen. Und wer profitiert davon? Wir wissen, wer davon profitiert. Ja, entschuldige. Alles gut, Yoshi. Alles gut. Ja, du bist immer noch entspannt. Und da muss man auch achtsam sein mit so Ankündigungen. Und wie Dirk schon gesagt hat, die Evakuierung, es war ein Notfallsplan. Der momentan wahrscheinlichste Plan ist diese zwei Zeitlinien. Das ist meine Info, die ich habe. Dass für die, die bereit sind, diese andere Zeitlinie ermöglicht für diejenigen, die bereit sind, einen softeren Übergang, sage ich einmal. Ja. Und da kommen wir nur hin, wenn wir angstfrei sind, aber auch erwartungsfrei. Das ist auch noch ganz, ganz wichtig, erwartungsfrei zu sein. Und nehmt euch mal selbst ein bisschen, fasst euch mal bei der Nase und seid ehrlich zu euch selbst. Ich nehme mich da übrigens nicht ganz aus. Ja. Ich finde es auch immer spannend, wenn ich mal so ein bisschen durch YouTube klicke und da ist dann so eine marktschreiende Überschrift. Gibt es auch den Teil von mir, dass ich denke, ich klicke mal drauf. aber seid mal ehrlich zu euch. Also es gibt diesen Teil von uns, dieser Teil, der also die ganze Zeit auf die Sensation wartet oder auf das große Ereignis wartet, anstatt zu erkennen, dass wir das große Ereignis sind. Wir die Schöpfung, wir die Schöpfer, wir sind ja auch die Schöpfer. Es ist das Fantastische, ist eigentlich zu erkennen, was für göttliche Wesen wir sind und dass wir in Wahrheit jederzeit aussteigen könnten. Wenn wir nur den Dreh jetzt komplett raus hätten, könnten wir jederzeit aus der Nummer raus. Und das ist die Sensation. Und vor allem muss man eins dazu sagen, wir, und das ist das Schöne und es auch zu erkennen, dass wir wirklich unsere Welt neu erschaffen können. Wenn ich mit der Welt, die momentan in meinem Umfeld, ich rede jetzt nicht von dem Himmel oder von den Gräsern oder den Bäumen, sondern ich rede von dem, was ich aussende, was mir wiedergespiegelt wird, was mir gezeigt wird, aufgezeigt wird. Wenn ich da entsprechend weiß, dass ich diese Dinge verändern kann und wirklich, davon rede ich ja jedes Mal, immer in diese Schöpferenergie hineingehe und mir selber diese Dinge, was ich haben will, erschaffen kann, ist es das Größte überhaupt, die größte Überschrift, die ich mir überhaupt vorstellen kann, weil das kann mein Leben wirklich bereichern, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es ist auch Ja. so tatsächlich, aber wenn man, ich möchte es einfach nur nochmal so aufzeigen, also YouTube finde ich ist ein wahnsinnig gutes Beispiel, ja. Wenn man zum Beispiel jetzt einfach eine Überschrift hat mit die Evakuierung, jetzt findet sie statt, oder du bist Schöpfer, zwei verschiedene Überschriften, kann man davon ausgehen, dass Überschrift Nummer 1 einfach viel mehr Klicks hat, weil viele einfach sich denken, das ist das Fantastische, was passieren kann. Und genau da setzt aber eben die dunkle Seite auch gerne an. Und da ist auch, wo ich gemeint habe, was macht denn eine Botschaft? Gibt sie dir deine Macht oder zeigt sie dir deine Machtlosigkeit auf? Ja? Weil wenn du auf einen Polsprung oder auf eine Rettung oder auf sonst etwas wartest, dann scheint es so, ich bin machtlos, ich kann nichts tun, ich muss auf das große Ereignis da draußen warten. Und in Wahrheit ist aber die wahre Botschaft der Lichtseite immer, da schau mal, da hast du ein Werkzeug, da kommst du mehr in die Macht. Nutz das Einfache, die Dankbarkeit zum Beispiel, was wir zwar ja so gerne immer wieder darauf hinweisen. Eine Dankbarkeit für das, was du hast. Oder wenn du, ich könnte jetzt zum Beispiel heute, wir haben hier jetzt einen wunderschönen Tag. Ich könnte mich aber auch darüber beschweren, dass es jetzt zu heiß ist. Oder ich könnte mich darüber freuen, dass der Himmel blau ist.
Ich entscheide immer, ob ich das Schöne sehe und ob ich dankbar für das Schöne bin oder ob ich das Negative sehe. Und allein dadurch erhöhe ich meine Schwingung. Wenn ich meine Schwingung erhöhe, bin ich ein besserer Schöpfer. Wenn ich ein besserer Schöpfer bin, werde ich ein noch besserer Schöpfer, weil ich kann mir nämlich erschaffen, ein noch besserer Schöpfer zu werden. Und auch, hier schließt sich der Kreis, wenn es dann um das Öffnen der medialen Sinne zum Beispiel geht, was wir ja dann auf unserem Workshop euch gerne zeigen würden. Ihr könnt euch erschaffen, euer drittes Auge zu öffnen. Ihr könnt euch erschaffen, eure Hellhörigkeit zu eröffnen. Es ist gar nicht so, dass wir, rein theoretisch müssten wir euch gar keine Werkzeuge zeigen. Ihr könnt es im Universum bestellen und euch werden eure eigenen Werkzeuge einfallen. Ja? Also ihr könnt euch das alles erschaffen, denn ihr seid Schöpfer. Und das ist die größte und sensationellste Nachricht überhaupt. Ja, weil es geht hauptsächlich, und das ist mir immer ein ganz großes Anliegen, dass wir frei werden. Wir haben über viele, viele Jahrtausende sind wir eingeengt worden in unserem Tun, unserem Handeln, unserem Denken, in unserem Sein. Und jetzt geht es darum, wirklich frei zu werden. Frei im Denken, im Handeln, im Sein. Und da ist das zum Beispiel auch unser Seminar dann somit eine kleine Anleitung dafür, um diese Dinge mehr und mehr leben zu können. Weil auch nochmal auf das Thema zu kommen, dass wir keine klaren Aussagen machen oder für manche vielleicht schwammig sind, aber das macht unsere Freiheit aus. Wir dürfen selber entscheiden. Ich bin auch nie der Mensch oder der falsche Ansprechpartner, wenn jemand sagt, ja, was wird in Zukunft in meinem Leben passieren oder kannst du mir mal sagen, was dann und dann vielleicht sein wird oder so. Kann ich nicht und mache ich auch nicht. Einfach aus dem Grund, weil es mir darum geht, ich selber kann es bestimmen. Weil auch eine Akasha-Chronik, wo diese Dinge drin sind, ist veränderbar. Und das ist für mich der wichtigste Punkt und auch möglichst, dass wir lernen, uns nicht von anderen auch abhängig zu machen. Natürlich finde ich es schön, wenn auch der ein oder andere mal ein Beratung oder zwei Beratungen oder drei Beratungen bei mir bucht. Alles kein Thema. Mache ich auch sehr gerne und freue mich natürlich auch drüber, dass ich mir sage, oh, hast du was richtig gemacht? Aber vor allem geht mir es darum, nicht abhängig zu werden. Und gerade in unserer spirituellen Lebensweise, will ich jetzt mal sagen, oder Welt, gibt es eben doch Menschen, die uns sehr gerne in die Abhängigkeit bringen wollen und sagen, haben wir schon öfters erlebt natürlich auch, wo andere sagen, ja, ich kann dir das und das wegnehmen, aber du musst, keine Ahnung, 10-mal bei mir buchen oder wie auch immer. Also immer in diese Abhängigkeitsverhältnis zu gehen. Das Und stimmt, ja. das ist zum Beispiel auch etwas, was die Gegenseite sehr gerne nutzt. Ja. Und Abhängigkeit oder auch dann zu sagen, ja, aber du darfst, wenn du jetzt bei mir praktisch eine Sitzung buchst, darfst du bei niemandem anderen buchen, weil ja, die verunreinigen meine Arbeit zum richtig, Beispiel, ja, ja. genau. Während wir zwei ja nicht nur wir zwei, wir haben ja auch beide ein Netzwerk von anderen Leuten, die vielleicht nicht über YouTube sich präsentieren möchten oder wollen oder die auch im Hintergrund, und es gibt wahnsinnig tolle Leute, die jetzt nicht so in der Öffentlichkeit stehen, die so praktisch vielleicht auch mal so ein Geheimtipp sind, wo wir auch gerne weiterempfehlen, weil wir sagen, okay, das ist ja gar nicht mein Spezialgebiet, weil die spirituelle Arbeit ist so großfächrig, dass keiner alles können kann. Also auch da wäre ich immer vorsichtig, wenn jemand behauptet, alles zu können und jedes Problem zu lösen. Es gibt Bereiche, wo ich tatsächlich sage, so, ich bin jetzt gerade nicht die Richtige, aber ich habe hier jemanden für dich, da weiß ich, das ist die oder der Richtige für dieses Problem. Und auch da diese Freiheit, es geht auch da wirklich um Freiheit. Und wer seine medialen Sinne entdeckt, der wird auch genau wissen, welche Fähigkeit er hat. Weil es geht auch darum, jeder hat eine ganz, ganz spezielle Fähigkeit. Ja? Eine ganz, so etwas, was man geschenkt bekommt. Ja? Man sagt, okay, das, bei mir ist es zum Beispiel das Karma-Reading, wo ich sage, das ist mir zugeflogen. Das habe ich nie gelernt. Und plötzlich habe ich begonnen, ständig die früheren Leben von anderen Menschen zu sehen oder die Parallelen, je nachdem, wie man sieht. Und das ist ein großartiges Geschenk, zu wissen, was ist meine Fähigkeit. Und das ist auch das, wo man sagt,
dein Platz innerhalb der Schöpfung, dort findest du auch deine Fähigkeit. Und die dunkle Seite sagt, nee, ich will diese Fähigkeit aber haben. Das will ich unbedingt, unbedingt, unbedingt. Und dann gibt es Wege und Möglichkeiten, diese Fähigkeit vielleicht auch tatsächlich zu entwickeln und zu erringen. Die gibt es auf jeden Fall. Das dann halt, sind dann andere Wege. Aber diese Fähigkeit wird nie diese reine, klare Qualität dann haben, wie wenn es in deinem Plan vorgesehen hat. Und jeder von euch hat eine ganz besondere Fähigkeit. Jeder. Gibt es keine Ausnahme. Genau, das ist wirklich auch so, dass wenn ich sage, Fähigkeiten sind immer das, was mir möglichst am leichtesten fällt, wo ich sage, naja, das ist doch keine Fähigkeit, das mache ich doch einfach so. Ja, aber genau deswegen ist es ja eine Fähigkeit, Genau. weil es eben nicht jeder genau so einfach kann. Und das selber zu erkennen, ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da weise ich auch immer wieder drauf hin, weil ja. Es geht mir so einfach von der Hand. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich manche Handwerker sehe, wie leicht die gewisse Dinge machen können. Ich kann es nicht. Ich bin kein Handwerker. Ich muss jemanden mir leisten können, der mir das macht. Ja? Also deswegen, das ist zum Beispiel auch eine Gabe, finde ich. Ja, eine Fähigkeit. Und, oder jemand, der ganz tolle Bilder malt, zum Beispiel. Oder einer, der, ich sage jetzt mal, vielleicht auch, ja, ein toller Akrobat, der seine Kunststücke zeigen kann oder was auch immer, ja. Und da geht es auch darum wieder, sind wir immer meinem alten Thema, mit der Wertschätzung und der Achtung sich selber gegen. Ganz genau. Ja. Ja, also ihr Lieben, ich würde sagen, wir haben mal das Thema Dunkelseite heute gut Und bearbeitet und nebenbei natürlich auch ein bisschen Werbung für unseren Workshop gemacht. Also bitte, diejenigen, die jetzt dann vorhaben, in den Kommentaren zu schreiben, ihr habt ja nur Werbung gemacht, das gibt es ja manchmal auch. Ich würde sagen, wir haben natürlich, das war ja auch unser Plan, euch das anzukündigen. Wie gesagt, ich blende jetzt noch einmal einfach die E-Mail-Adresse von der Beate ein. Anmeldungen sind ab sofort möglich, auch wenn wir die Infos, die genauen, noch nicht rausgeschickt haben. Start wird sein 14. Oktober um 9 Uhr haben wir jetzt richtig. geplant. Genau, jeweils von 9 bis 17 Uhr circa. Preis ab 390. Je nachdem, ob ihr sofort zahlen wollt oder in Teilzahlungen, also ab 390. Inklusive Verpflegung davon. Inklusive Verpflegung, das heißt, da ist zweimal Mittagessen dabei und viermal Pause, also Jause mit Genau. Kaffee und so weiter. In der Gegend gibt es auch ganz viele Übernachtungsmöglichkeiten. Also es ist da kein Mangel an Hotels in der Gegend, das ist da bei Linz-Urfahr. Falls das dem einen oder anderen was sagt. Ich bin sicher, wir haben auch ein paar, die aus der Gegend zuschauen, die vielleicht auch keine Übernachtung brauchen. Und wir würden uns freuen, euch einmal auch persönlich zu treffen. Richtig. Ja. Wenn ihr euch fragt, warum Oberösterreich, ganz einfach, es liegt genau in der Mitte. Also zwischen da, wo Dirk wohnt und wo ich wohne, da können wir uns praktisch in der Fahrt genau in der Mitte treffen. Und ich habe auch Freunde dort und da haben wir eine ganz tolle Unterkunft. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Gut, ihr Lieben, das war's. Einmal mit dieser ganz besonderen Sendung. Hat mich gefreut, Mich dich auch, mal auf meiner Couch zu Charlie. begrüßen, den Yoshi. Und du wohnst hier wirklich wunderschön, muss ich Ach, sagen. danke Also schön. ganz toll. Danke. Und das nächste Mal sehen wir uns zwar wieder mit geteiltem Bildschirm, aber Aber auch genauso, nicht genau. Mit alles. genauso viel Genau. Spaß. Okay, ihr Okay. Lieben, dann sage ich einfach Tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.